Hallo Menschen, heute möchte ich über die gelesenen Bücher der ersten Hälfte des Monats Juli sprechen und das ging gleich los mit Citizen von Claudia, ach, das wollte ich noch nachgucken, wie man es ausspricht, Rankine oder Rankine. Und das ist eine Art Essay, Kurzgeschichten, Sachbuch, Lyrik-Sammlung, ja, das gibt es, über das Leben von Schwarzen in den USA. Zugeben, ich hatte mir sprachlich einfach etwas mehr erwartet, weil es steht ja auch so in American Lyric darunter und ich glaube, die meisten Leute, die das vorgestellt haben, haben eher gesagt, das ist eben eine Lyriksammlung mit anderen Elementen. Ich finde, es ist jetzt nicht so poetisch gewesen, wie ich es erhofft hatte, aber das heißt jetzt wirklich nicht, dass es schlecht ist. Ich würde es auch noch empfehlen. Es waren wieder so viele Momente darin, von Beschreibungen, bei denen ich mir dachte, das kann doch nicht immer noch vorkommen. Also ich meine, dass Rassismus immer noch existiert, ist ja klar, aber die Beispiele, die hier genannt werden, waren so, dass ich mir dachte, das kann doch eigentlich nicht sein. Und da werden einfach so viele Begebenheiten von Ungerechtigkeit beschrieben. Und teilweise aber auch so dieser kleine Alltagsrassismus, der aber einfach immer wieder auf dieselbe Stelle quasi einsticht. Und dann halt auch so Aussprüche, die natürlich gut gemeint sind, sowas wie, ach, kümmere dich nicht drum, ist doch egal. Und es ist aber eben nicht egal, finde ich. Es ist sehr trocken erzählt, was mir unglaublich gut gefiel. Denn ich hätte nie gedacht, dass man diese gute Mischung aus einerseits schon wütend, aber immer noch distanziert so gut hinkriegt. Ich möchte euch ein ganz kurzes Beispiel lesen. Das ist jetzt gar nicht so repräsentativ, aber es ist halt was Kurzes, was ich euch mal zeigen wollte und es lautet: Because white men can't police their imagination, black men are dying. Und ja, prinzipiell ist es halt so eine Auflistung mehrerer Begebenheiten, sowohl Dinge, die sie vermutlich selbst erlebt hat, dann auch ein paar Analysen zum Beispiel über berühmt gewordene Schwarze. Serena Williams wird immer mal wieder erwähnt und analysiert, wie sie behandelt wurde und so weiter und so fort. Und ich fand es mal wieder sehr interessant. Danach kam mal wieder ein Comic, nämlich Jenseits. Und es ist ein bisschen schwierig, das zusammenzufassen, ohne den interessanten Twist vom Anfang des Buches schon wiederzugeben. Ich finde aber auch, dass die Rückseite es nicht so gut wiedergibt. Also wenn ihr euch das jetzt mal online durchlest, das ist eigentlich nicht wirklich das, um was es geht, finde ich. Man kann sagen, dass hier kleine Männchen in unserer Welt im Zentrum stehen. Und es beginnt schon kurios und dann wird es immer, immer grausamer. Also dass diese kleinen Männchen zum Beispiel plötzlich einen der ihren lebendig begraben. Und natürlich fand ich das zunächst mal toll. Es ist so genau meine Art von Geschichte. Es ist ein bisschen düster und es ist diese perfekte Verbindung aus putzig und grausam. Ich muss aber zugeben, dass es mich dann allmählich so ein bisschen verloren hat, denn ich hatte dann das Gefühl, okay, es ist einfach nur noch eine weitere so kindliche Grausamkeit und noch eine und noch eine. Und ich wusste nicht mehr so richtig, worauf das nun hinaus soll, was der Sinn ist, warum sind die denn so? Das habe ich dann nicht mehr so ganz mitgekriegt. Insofern bin ich ein bisschen hin und her gerissen, denn die Zeichnung finde ich mal wieder ganz, ganz toll. Ich liebe das. Also das ist zwar nicht der realistische Stil, den ich so für Comics bevorzuge, die auch richtig ernste Themen behandeln, aber ganz, ganz toll gemalt, meiner Meinung nach, oder gezeichnet. Und ich sag mal, die Handlung fand ich ja zur Hälfte auch ganz gut und die Zeichnung, wie gesagt, sehr gut. Insofern, ja, hat mir vielleicht so eine Winzigkeit gefehlt, dass ich es euch euphorisch empfehlen kann, aber wenn ihr es irgendwann mal in der Buchhandlung seht, auf jeden Fall mal reinschauen, es ist wunderschön anzusehen. Danach lasse ich die zweite Volume von Descender, von der ich vielleicht nicht ganz so begeistert war wie von der ersten, obwohl der zweite Teil nicht viel anders macht. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich den ersten halt so toll und innovativ fand, dass es mich im zweiten jetzt nicht nochmal begeistern konnte. Aber das ist jetzt natürlich nicht negativ gemeint. Das macht also alles gut, was der erste Teil auch gut machte. Und auch hier muss ich wieder die Zeichnungen loben. Es sind diese Wasserfarben, die ich so toll finde. Also eine Booktuberin hat mich darauf hingewiesen und dann merkt man es auch. Man sieht es sogar im Druck noch, die Qualität dieses Wasserfarbenpapiers. Also das, ich finde das ganz, ganz toll gemacht. Und außerdem mag ich hier auch die Erzählweise und den Panelaufbau sehr. Es ist, also über weite Strecken ist es auch normal, aber dann macht er immer mal wieder was Besonderes und ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann las ich zusammen mit First Hand Der Distelfink von Donna Tartt. Das wird das Buch sein, über das ich in diesem Video am längsten reden werde, da ich mir dachte, ich mache keine Einzelrezension, ich habe in diesem Monat sowieso nicht über so viele Bücher zu reden. Ich weiß nicht, was ich bei diesem Buch eventuell übersah, denn ich hörte vorher ausschließlich positive Stimmen. Jeder hat es gelobt und zwar sowohl etablierte Zeitungen, auch hier auf BookTube, alle schwärmen von Donna Tartt, auch vom Distelfinken speziell. Und meine erste Reaktion war ein großes, großes Schulterzucken und so ein Meh. Und dann wandelte sich das so allmählich auch ein bisschen in Genervtheit. Für diejenigen, die es nicht wissen, es geht hier um den jungen Theodore Decker, der mit 13 bei einem Bombenanschlag auf ein Museum seine Mutter verliert. Und ich dachte, das ist eigentlich eine großartige Ausgangssituation für ein Buch. Man könnte ihn eben als jungen Menschen
trauern und eventuell daran wachsen sehen. Und ich hatte mir auch gehofft, dass halt speziell dieses Bild und die Kunst allgemein eine große Rolle spielen. Und jetzt ist es so, dass ich mich nicht mit einem Protagonisten direkt identifizieren muss. Ich muss mich nicht selbst in der Geschichte sehen. Aber Theo blieb mir das komplette Buch über richtig, richtig fern. Ich konnte insofern auch keine Handlung oder Empfindung von ihm irgendwie nachvollziehen. Also ich muss mich ja, ne, wie gesagt, nicht damit identifizieren, aber dass ich sage, ja, das ist ja logisch, was er macht, oder ich könnte mir vorstellen, dass jemand so handelt, sondern bei jeder Entscheidung dachte ich mir wieder, warum? Was tut er denn jetzt hier? Wo liegen da die Gründe? Um euch ein Beispiel zu nennen, er zieht dann aus bestimmten Gründen eben mal nach Las Vegas. Und was folgt dann so klischeehaft in Las Vegas? Natürlich 200 Seiten, in denen er als junger Jugendlicher eben noch säuft, Drogen nimmt, in den Pool kotzt, sich mit dem einzigen Freund, den er da hat, so ein bisschen rumkämpelt und dann vielleicht auch mal ein bisschen rummacht. Aber es ist natürlich alles no homo, und dann wird da nie drüber geredet und das ist natürlich auch keine Liebe oder Experimentieren oder so. Das ist einfach nur irgendwie im Rausch passiert und das hört auch nach Las Vegas nicht auf. Meist geht es eigentlich nur darum, sich zuzutrönen und dann halt noch irgendwelche kriminellen Tätigkeiten, für die ich eben keinen Sinn fand. Denn ein klauender, armer Mensch, der irgendwie überleben will, okay, aber bei Theo kann ich es nicht nachvollziehen. Ich habe dann anfangs noch versucht, mir das so ein bisschen schön zu reden durch, ja, vielleicht versucht er sich durch diesen Rausch zu betäuben, weil er eben so schmerzhafte Erinnerungen hat. Aber ich finde, so war es einfach nicht. Also denn Boris, eben der Junge, der einzige Freund, den er hat, das ist auch der einzige in seinem Alter, der da in der Nähe wohnt. Es gibt einfach keinen anderen, mit dem er eine Freundschaft hätte so schließen können. Und der hat eben geraucht und trinkt die ganze Zeit. Und dann macht Theo eben einfach so mit. Aber er hat jetzt irgendwie keine Betäubung gesucht, finde ich. Sondern es war wirklich mehr so ein Gelegenheit macht Suchtis in dem Fall. Und dann nochmal ein Wort zum Ende, was jetzt an sich kein Spoiler ist, aber ich glaube, wenn ihr irgendwann das Buch anfangt, dann könntet ihr erkennen, was ich damit meine. Also falls ihr gar nichts davon hören würdet, dann könnt ihr jetzt mal hier so an die Stelle springen. Am Ende passiert genau das, was ich und auch der Protagonist in seinen klaren Momenten von Anfang an als die eigentlich einzige und die beste Lösung erkannt haben. Also, und dafür musste ich dann 1000 Seiten an Rausch und Selbstmitleid lesen. Also das war eigentlich von Anfang an klar, was anders kann man es nicht lösen oder zumindest nicht auf eine gute Art und Weise. Ja. Positiv möchte ich mal noch nennen, es gibt schon ein paar schöne Formulierungen von Donatart, die aber meiner Meinung nach nicht durch das ganze Buch tragen. Ich möchte euch mal einen Moment vorlesen, in dem sie eben eine Person charakterisiert und ich finde, es ist sehr, sehr toll geschrieben. Mrs. Barber stammte aus einer Society-Familie mit einem alten holländischen Namen und sah so kühl, so blond, so monochrom aus, dass es manchmal den Eindruck erweckte, man habe einen Teil ihres Blutes abgelassen. Sie war ein Meisterwerk der Gefasstheit. Nichts brachte sie je durcheinander oder versetzte sie in Aufregung. Und obwohl sie nicht schön war, hatte ihre Ruhe die magnetische Anziehungskraft der Schönheit. Eine Stille, die so mächtig war, dass die Moleküle sich um sie herum neu ordneten, sobald sie einen Raum betrat. Und aus Ende hin gibt es dann auch noch ein paar Verweise zu Dostojewski und das Nachdenken über das Schicksal und dass eventuell aus schlechten Taten auch Gutes entspringen kann. Das war schon ganz interessant. Ich muss aber auch zugeben, dass es keine Überlegungen waren, die ich nicht schon irgendwo mal auf dieselbe Art gehört hätte. Zumal ich auch fand, dass es dann zunehmend pathetisch wurde, vor allem in so Kleinigkeiten. Auch dazu nochmal kurz ein Zitat, also das ganze Kapitel, finde ich, ist dann am Ende wirklich vollkommen aufgeladen und hier so eine Kleinigkeit. Und nach Amsterdam, das wahrhaftig mein Damaskus war, Wegstation und Gipfelpunkt meiner Bekehrung, wie man es wohl nennen würde, bin ich jedes Mal wieder tief berührt von der Vergänglichkeit, die Hotels innewohnt. Nicht auf die banale Art eines Freizeittouristen, sondern mit einer Inbrunst, die ans Transzendente grenzt. Ja, okay. Eine Sache, die mir an der Erzählweise überhaupt nicht gefiel, ist, dass man ganz oft eben so 200, später sogar 300 Seiten lang eine bestimmte Episode seines Lebens liest, eben zum Beispiel den Aufenthalt in Las Vegas und was er da so macht. Und danach steht dann plötzlich sowas wie, und jeden Tag machte ich übrigens auch das und das, oder ich dachte jeden Tag an sie, oder ich hatte halt die ganze Zeit mit posttraumatischer Belastungsstörung zu kämpfen, wovon vorher nie die Rede war. Und ich meine, wenn man ein Buch jetzt komplett nicht linear erzählt. Das ist natürlich interessant und toll, aber dieses Buch ist, bis auf das erste Kapitel, das einem, glaube ich, so ein bisschen für die Geschichte Spannung aufbauen soll, ist es linear erzählt. Und diese plötzlichen Überraschungen immer wieder im Erzählfluss waren für mich aber nicht so à la,
oh ja, jetzt ergibt ja alles einen Sinn, sondern ganz im Gegenteil, so nach dem Motto, was? Das wurde ja vorher nie erwähnt, das stimmt jetzt überhaupt nicht mit dem überein, was ich mir gedacht habe, wie er war. Und also für mich war das halt keine gute Erzählweise. Allgemein scheine ich mit meiner Meinung aber absolut in der Minderheit zu sein. Insofern will ich euch nicht davon abhalten, falls ihr es irgendwie schon bei euch habt oder euch schon die ganze Zeit kaufen wolltet. Jeder lobt es. Vielleicht habe ich hier einfach irgendwas verpasst oder es war halt einfach nichts für mich. Also ich muss ja auch nicht irgendwie Dinge übersehen haben, sondern manchmal ist es halt einfach so. Das Einzige, was mich so ein bisschen beruhigt, ist, dass Verstand, die ja die geheime Geschichte von Donnerthart schon las und auch absolut liebte, dieses Buch auch nicht sonderlich mochte. Das heißt, ich stehe doch nicht ganz allein da. Ja, aber für mich war es einfach nichts. Und dann ging es weiter in meinem erneuten Lesen der Harry Potter-Reihe, nämlich mit Band 5 und 6. Die waren zusammen mit dem dritten Band schon immer meine Lieblingsteile gewesen. Ich würde sagen, in meiner Jugend habe ich etwas mehr zum fünften tendiert, einfach weil das schlimme Ereignis, was da so am Ende passiert, mich regelmäßig wieder zerrissen hat. Also ich habe den Teil bestimmt über 10 Mal gelesen und jedes Mal habe ich wieder Rotz zu Wasser geheult. Und auch so dieses hässliche Weinen, sodass man nicht weiterlesen konnte, weil alles verschwamm. Und diesmal nicht. Nicht einmal eine einzelne Träne, die sich meinem Auge entlockte. Vielleicht habe ich es jetzt doch einfach zu oft gelesen oder ich bin doch etwas erwachsener geworden und kann mit diesen Gefühlen besser umgehen. Ich meine, es ist immer noch ein guter Teil, aber ich habe tatsächlich eine größere emotionale Reaktion meinerseits erwartet. Ja, dafür fand ich jetzt aber den sechsten etwas besser vielleicht als sonst sogar, einfach weil diese Menge an Hintergrundinformationen, die wir für Voldemort und Professor Snape jetzt bekommen, das Ganze irgendwie so schön zusammenfassen. Ich meine, wir haben auch in vorherigen Teilen immer mal einzelne Infos gekriegt, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist das große Ganze langsam greifbar. Und hier kamen doch auch so ein bisschen die Emotionen, die ich im fünften vermisst habe. Das heißt, für diejenigen, die es gelesen haben, diese Szene mit dem Trinkkelch, in dem jemand dann bittet und fleht, nicht mehr weiter trinken zu müssen und hofft, lieber zu sterben. Und das finde ich schon traurig, wie er ihm dann auch sagt, so wie ja. Trink weiter, dann wird's besser. Oder trink weiter, dann kannst du endlich sterben. Und ach Gott, ja, das hat mich schon ein bisschen zerrissen. Auf jeden Fall, Harry Potter eben. Halt noch ein bisschen durch, dann haben wir die Reihe auch wieder geschafft. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Auf jeden Fall war das schon mal wieder alles gelesen in der ersten Hälfte. Ich freue mich über Kommentare, vor allem zum Distelfink, weil das ja vielleicht doch ein bisschen kontrovers ist, was ich da gesagt habe. Ich habe gehofft, dieses Buch zu lieben. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.